Hi Leute, ich bin's wieder, eure Melissa Ming. So schnell sieht man sich wieder und wir haben einfach 2:46 Uhr, also fast 3 Uhr. Wundert euch nicht, warum ich mich selbst als Profilbild habe. Ich saß zufälligerweise heute wirklich bis kurz nach 2 an einem Projekt und deswegen bin ich sehr spät ins Bett gegangen. Und genau dann, wenn ich mich in mein Bett eingekuschelt habe, hat Blackpink was hochgeladen. Und ich musste jetzt einfach drauf reagieren, Leute, weil ich das einfach wieder so krass finde. Blackpink hat wieder 4 neue Poster-Teasers released und die sind einfach so krass, Leute. Deswegen starten wir auch jetzt schon direkt mit dem Reaction-Video, weil ich will danach nämlich schlafen gehen und ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Anschauen. Wundert euch nicht, dass ich so aussehe, wie ich aussehe. Ich habe mich nämlich nicht geschminkt, weil ich auf dem Weg ins Bett war und keinen Bock habe, mich jetzt fertig zu machen. So, ich glaube, ich war in meinem Leben noch nie so krass früh dran. Es wurde vor ein paar Minuten erst released. Ich muss auch leise sein, meine Mom schläft nämlich. So, Leute. Das erste Bild, was Blackpink Official Seite gepostet hat, war einfach dieses Bild von Rose hier. Oh mein Gott, how can she be so beautiful? Also ich habe mir schon gedacht, dass die Haarfarbe an ihr mega krass geil aussieht. Aber so krass geil hätte ich niemals mitgerechnet. Vor allem als Braid mit so Zöpfen. Wow, so richtiger Harley Quinn Style Vibes. I love it. Das sieht so mega krass aus mit dem Make-up dann noch. Das sieht so bad, aber gleichzeitig auch mega süß aus wie in den Zöpfen. Oh mein Gott, ich glaube, mir hat noch nie so eine Haarfarbe von Rose so krass gefallen wie die hier. Also da bin ich ehrlich. So, als nächstes haben wir unsere geliebte Jenny. Und zwar, wie ich es mir gedacht habe, hat sie nur vorne. Ich habe euch ja gesagt, dass ich denke, dass sie nur vorne hier ein paar Highlights hat. Also ein paar Strähnchen, blonde Strähnchen. Und das stimmt auch. Sie hat sonst den Rest so gelassen, wie ihre natürliche Haarfarbe ist, also schwarz. Und ich finde, das sieht mega schön aus, mal was ganz anderes. Und vor allem so mit dem Netz vorne, das sieht so krass düster aus mit der Kette. Das sieht so krass aus, voll ein anderes Konzept, was wir Blinks eigentlich gewohnt sind. Aber pretty as always, muss ich sagen. Dann haben wir unsere liebe Jisoo und wow, ihr Make-up, muss ich sagen, ich liebe es. Mit diesen Steinchen an hier an den um das Auge herum mit ihrer wunderschönen Swarovski-Kette. Ich dachte eigentlich am Anfang, sie hat ganz schwarze Haare, also einen Blaustich oder so, einen leichten. Aber wenn man genau hinschaut auf dem Bild, seht ihr einen Grünstich. Finde ich mega cool, vor allem auch mit den Baby-Haar-Styling-Home. Ich musste das auch mal machen. Früher bei so einem Modeljob bei mir sah es nicht so gut aus wie bei ihr, aber ich liebe diesen Look an ihr einfach, vor allem noch mit dem fetten schwarzen Haarband, das sieht mega aus. Richtige Natural Queen. Die haben ihr das Natürliche noch gelassen, I love it. So, kommen wir zur krassesten Veränderung, Leute. Und das ist Lisa. Oh mein Gott, ich dachte, wir alle dachten, sie hätte rote Haare bekommen. Aber sie hat einfach schwarze Haare mit einem Granpony und kurz und stufig. What? I can't believe it. Als ich den Look gesehen habe, ich dachte mir so, what? Sie sieht so krass edgy aus. Sie hat so Piercings einmal an der Lippe hier und einmal hier unter dem Auge. Und dann noch so schwarzen Smoky Eyes mit so richtig dunklen Eyeliner und dunklen Augenbrauen, wow, und halt mega schwarze Klamotten. Irgendwie hat das sowas von Gothic-Style, Punk-Style-mäßig. Ah, und guck mal, sie hat sogar hier oben an den Augenbrauen nochmal ein Piercing. Also insgesamt hat sie 3 sichtbare Piercings im Gesicht. Und dann noch mit diesem chilligen Chain hier, so voll cool und lässig. Krass, ey. Ich bin's, Lisa überrascht mich einfach immer wieder aufs Neue. Also ich hätte niemals gedacht, dass ich jemals von ihr so einen Look zu Gesicht bekommen würde. Aber ich muss sagen, wow, also anders muss ich sagen, aber wow, also total anders. Sie slayt es. Unsere Girls slayen sowieso in allem. Deswegen muss ich sagen, krasse Veränderung. Okay, also ganz klar, Lisas Veränderung hat mich am meisten schockiert auf eine positive Art und Weise, weil es so ein Look ist, den wir Blinks noch nicht kennen. Ich glaube, ihr wart, glaube ich, auch ein bisschen überrascht. Und mein Favorite Look ist wirklich der von Rosé mit ihren wunderschönen blaugrauen Haaren. I love it.
Bei Jisoo hat sich jetzt nicht wirklich sehr viel verändert, bis auf das Make-up, was ich richtig schön finde. Diese Babyhaare, dieser Style, hatte sie, glaube ich, auch schon bei Kill Is Love, als sie unter Wasser war. Erinnert ihr euch an die Szene? Und bei Jennie wusste ich vorher, dass sie nur ihre vorderen Strähnchen gefärbt hat. Finde ich mega gut, weil das ist auch mal was anderes, ne? Finde ich top. Schreibt mir doch einmal unter die Kommentare, was ihr vom Look haltet und was euer Favorite Look ist. Und das war es auch schon mit meinem kurzen Video. Lasst mir gerne einen Daumen hoch da dafür, dass ich jetzt direkt um 3 Uhr morgens für euch aufgestanden bin und ein Video dazu gedreht habe. Dann subscribe nicht vergessen, macht die Glocke, um nicht zu verpassen. Folgt mir gerne auf Instagram, um ebenfalls nicht zu verpassen. Und dann will ich sagen, good night, Blinks, und bis zum nächsten Mal.